Das westliche Narrativ lautet, Russland hat die Krim annektiert und damit die europäische Sicherheitsarchitektur verletzt. Das ist das westliche Narrativ. Das russische Narrativ lautet, das war keine Annexion, sondern eine Sezession, eine Abspaltung, legitimiert durch ein Referendum, in dem sich die überwältigende Mehrheit der Krim-Bevölkerung genau dafür ausgesprochen hat. Und was die Verletzung der europäischen Sicherheitsarchitektur betrifft, die ist bereits Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts durch die NATO passiert, indem die nämlich Serbien bombardiert hat. Das Normale wäre, mit Blick auf das theoretisch formulierte Selbstverständnis unserer Gesellschaft, dass man über all das diskutieren und streiten kann. So gehört sich das in einer demokratischen Gesellschaft. So ist es aber nicht. Die Formulierung völkerrechtswidrige Annexion der Krim ist zur Standardformel geworden, die in keiner politischen Rede fehlen darf, und wehe, wenn doch. Jetzt sprechen ja alle von Völkerrechtsverletzung und Annexion. Aber so einfach ist die Sache nicht. Die folgende Aufzählung soll Ihnen zeigen, wie vielschichtig dieses Thema ist, das sich wahrlich nicht für reißerische Schlagzeilen eignet. Ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen. Ich werde es auch beantworten, aber zwischendurch mache ich eine kleine Pause und dann können Sie ja mal überlegen, wie Sie antworten würden. Hätte Russland den Beitritt der Krim ablehnen müssen? Nee, wieso? Was hat Russland mit der ukrainischen Verfassung zu tun? Hat Russland also völkerrechtsgemäß gehandelt? Genau, hat vollkommen recht, hat es nicht. Hat es nicht, denn die militärische Präsenz außerhalb der Pachtgebiete war völkerrechtswidrig. Hat ja recht, ist zum Heulen, die ganze Sache. Da hatten die Russen, das russische Militär, das muss man auch so deutlich sagen, nichts zu suchen. So, folgt daraus jetzt also, dass die Abspaltung der Krim null und nichtig war und deshalb der Beitritt zu Russland eben doch eine Art Annexion war? Nein, das folgt daraus nicht. Ich werde jetzt versuchen, das aufzulösen. Und das ist deshalb so wichtig, weil der Begriff Annexion eine so schwerwiegende Bedeutung hat. Eine Annexion bietet der internationalen Völkergemeinschaft das Recht, militärisch einzugreifen. Ansonsten ist Völkerrecht auf Gewaltverbot ausgerichtet. Aber bei einer Annexion kann das grundsätzlich geltende Gewaltverbot ganz legal ausgehebelt werden. Sie erinnern sich vielleicht an die Situation 1991, als der Irak unter Saddam Hussein Kuwait annektiert hat. Das war eine klassische Annexion, obwohl die Einzelheiten auch komplizierter waren, als sie auf den ersten Blick schienen und immer noch scheinen. Aber die Iraker sind einmarschiert, haben sich fremdes Staatsgebiet einverleibt. Und wozu das geführt hat, das wissen wir alle. Zu einem massiven Militärschlag gegen den Irak oder deutlicher formuliert zum Krieg. Es empfiehlt sich also, auch das haben wir heute schon mehrfach gehört, zu Recht, mit Sprache und Begrifflichkeiten präzise umzugehen. Das Folgende, nicht gleich lachen, ich meine es nicht so, von Politikern ist das nicht unbedingt zu erwarten. Das will ich nicht als Vorwurf verstanden wissen, überhaupt nicht. Aber Politik ist ein völlig anderes Feld. Nur von Journalisten muss es erwartet werden, wenn wir Journalismus in unserem demokratischen System als Kontrollinstanz verstehen. Sonst machen wir auch nichts anderes als das Nachplappern politischer Statements. Und dafür braucht man nun wahrlich keinen Journalismus. Völkerrechtlich betrachtet war das, was sich auf der Krim abgespielt hat, eine Sezession, eine Abspaltung, eine Unabhängigkeitserklärung, bestätigt durch ein Referendum. Als das alles gelaufen war, hat die Krim die Aufnahme in die Russische Föderation beantragt und Moskau hat zugestimmt. So, bei aller Kritik, die man ja haben kann, bei allem Unbehagen, das man ja empfinden kann, es war keine gewaltsame räuberische Landnahme, in dem Sinne also keine Annexion. Und das ist deshalb so wichtig, ich wiederhole das gerne, weil Annexion
die internationale Gemeinschaft streng genommen zu kriegerischem Einsatz ermächtigt. Das muss man im Kopf haben. Ich finde das Verhalten der Presse nicht hilfreich, wenn Journalisten meinen, sie müssten Politik machen, statt Politik zu erklären. Wer ist Putin für Sie? Ich streite mich gerne, aber zivilisiert. Jemand hat das gesagt, mit Florett gerne, aber nicht mit dem Holzhammer. Ich bin Gott sei Dank so erzogen worden von meinen Eltern, dass das, was ich herausgefunden habe, richtig ernsthaft, nicht nur so, dass ich dazu auch stehen soll, auch wenn alle anderen drumherum etwas anderes meinen. Wenn man intelligent, sinnvoll, angemessen handelt oder handeln will, dann muss man vorher erst mal was verstehen, aber nicht den Mund halten. Dann überlässt man die richtigen Themen den falschen Leuten. Also insgesamt ist für mich tatsächlich besorgniserregend, dass so ein Begriff wie Verstehen so eine Umdeutung erfährt. Und dass es wirklich relativ wenig Menschen gibt, die darauf hinweisen, also Verstehen hat ja nichts mit Verständnis zu tun, Verständnis für, sondern etwas verstehen. Und wenn das als negatives Etikett für journalistische Arbeit betrachtet wird, oh Hilfe, also das hatte ich von unserer Gesellschaft nicht erwartet.